Herzlich willkommen zur Premiere vom Sportschau-Club und das sind meine heutigen Gäste. Wir beginnen bei dem Mann, der hier heute ein Heimspiel hatte. 1997 DFB-Pokalsieger mit dem VfB Stuttgart unter dem Trainer Joachim Löw. Und da haben wir gleich noch sensationelle Bilder. Jetzt aktuell der Torwarttrainer der Österreicher. Hallo Franz Wohlfahrt, wir freuen uns sehr. Dann ist es ein Familientreffen, ein bisschen auch der ehemalige Trainer, Ralf Rangnick, damals 99, glaube ich, war das beim VfB. Jetzt aktuell Sportdirektor bei RB Leipzig und Salzburg. Herzlich willkommen, Ralf Rangnick und der Manager der Fußballnationalmannschaft und der Mann, der uns zum letzten Titel geschossen hat. Hört man immer wieder gerne, oder? Hallo Oliver Bierhoff. Ja, hallo, aber ich höre es nicht so gerne. Warum? Ja, ich hätte es gern abgestellt jetzt diesen Sommer. Ja, es ist mal Zeit für einen Nachfolger, oder? Ja, ja, genau. Also es geht dann irgendwie, wo man sagt, es reicht jetzt. Aber natürlich ist es eine schöne Erinnerung und dass man damit verbunden wird. Aber irgendwann wird es mal wieder Zeit, dass was Neues kommt. Absolut. Und nicht nur deswegen wurden Sie auch gestern hier geehrt in Wien. Wir schauen uns noch mal ein paar Bilder an. Auf der Straße der Sieger. Da wurde erstmal ein Abdruck vom Fuß genommen. Ja, komischerweise auch von den Händen. Eigentlich müsste man doch die Stirn reindrücken von Oliver Bierhoff, oder? Das hat Uli Vogt gesagt, also unser Medienmann, dass ich eigentlich die Stirn hätte reindrücken müssen, weil ich ja für die Kopfbälle bekannt war, aber das war dann doch irgendwie zu gefährlich. Aber wie fühlt man sich so als George Clooney? Das ist ja so ein bisschen aus Hollywood abgeguckt. Ist das ein schönes Gefühl, einmal so im Zement? Ja, aber da war keine Menge drumherum. Ne? Ach so. Normalerweise dann in Hollywood, dann ach, lauter Fotografen. Ja, natürlich. Aber da blitzt es doch. Aber ganz nett, ich habe mich natürlich gefreut, dass die Österreicher an mich gedacht haben. Und dass wenn man jetzt, also wenn ich mal wieder nach Wien komme und dann über die Straße der Sieger gehe, gutes Gefühl, dazu zählen kann. Ja. Gibt zwar schlechtere. 90-91 gespielt für Salzburg. Ne? Ja. Auch gegen Franz Wohlfahrt? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ja. Ja, ja, muss so sein. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern. Natürlich. Also Kroftor hat er ganz gemacht gegen mich. Aber es muss so sein. Ja. Ich schaue, das war die Zeit und war eine wunderbare Zeit für mich. Ich meine, damals war Salzburg noch nicht so professionell ausgestattet, wie es jetzt ist. Aber es war sehr schön, gerade auch nach meinen 4 Jahren Bundesliga war es mal wieder, kam ich in Aufwind und habe mich da in Salzburg sehr wohl gefühlt. Und dann ging die Reise los. So, das hier zum Auflockern. Jetzt Tacheles heute Abend so ein bisschen. Wie ist die Stimmung in der Kabine gewesen? Glückwunsch zum Sieg, das darf man sagen, auf jeden Fall. Aber so richtig hundertprozentig zufrieden waren nicht alle, oder? Auch der Manager nicht. Nein, das kann man sicherlich nach dem Spiel nicht sein, weil einfach natürlich mit der Qualität, die wir haben, mehr drin gewesen wäre. Wir haben es eigentlich uns selbst verschuldet, immer wieder, gerade auch in der ersten Halbzeit, durch dumme Fehlpässe, immer wieder die Österreicher ins Spiel gemacht. Wir wussten, dass sie sich gut auf uns eingestellt haben. Das haben sie sehr gut gemacht, dass sie sehr schnell umschalten. Aber da haben wir einfach so viele Fehler gemacht. Und auch eigentlich dann nach dem 2:0, nachdem das Spiel fast entschieden war. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass die Österreicher nochmal hätten zurückkommen können. Haben wir sie wieder stark gemacht und dann den Faden verloren. Und eigentlich auch die Souveränität, die man von uns verlangen kann. Auf der anderen Seite hat man gemerkt, es war ein Durchschnaufen. Wir haben uns die 6 Punkte vorgenommen. Das ist erreicht. Man weiß, dass auch solche Spiele mal vorkommen. Und die zeigen uns halt, dass es weiterhin viel Arbeit ist und keine Selbstverständlichkeit, hier durch die Qualifikation zu marschieren. Wir machen ja nicht die Analyse der Analyse in dieser Sendung, aber die Tore zeigen wir schon nochmal. Franz, das tut Ihnen weh, das 0:1, aus dem Nichts eigentlich. Also Marco Reus war auch nicht so wirklich hundertprozentig im Spiel. Wir schauen uns das Tor an, 44. Minute. Aber dann hat er natürlich eins von diesen Antritten gehabt, die wir kennen. Reus, Achtung, ist die Komet, Reus, Achtung! Und das mit dem Originalkommentar des österreichischen Kollegen Thomas König. Der bisher überhaupt nicht zu sehen war. Nicht zu sehen? Es war sehr unglücklich, natürlich der Zeitpunkt des Gegentors war sehr unglücklich. Ich glaube, wir waren nicht nur gut eingestellt, sondern haben das auch gut umgesetzt. Also die erste Halbzeit war wirklich großartig, wie wir gespielt haben. Wir haben sehr früh attackiert, schon weit in der eigenen Hälfte von Deutschland. Und es hat wirklich gut ausgeschaut. Und wenn du dann 1 Minute vor der Halbzeit das 0:1 kriegst gegen einen starken Gegner, natürlich ist es sehr, sehr schwierig, wieder zurückzukommen. Ralf Rangnick, dann war eigentlich, was ja Mehmet Scholl auch sagte, die Karten perfekt für Deutschland. Die Österreicher mussten kommen und Deutschland hätte kontern können. War dann ja auch gut. Aber warum hat Österreich besonders gerade in der ersten Halbzeit eigentlich so gespielt, wie Deutschland angekündigt hat zu spielen? Nämlich sehr aggressives Gegenpressing, schon vorne drauf gestanden. Hat Sie das überrascht? Die haben so gespielt, wie es angekündigt war. Es war eher so, dass wir nicht so gespielt haben, wie es angekündigt war, oder nur sehr wenige Spieler. Ich denke, es war schon auch ein Problem, so ein bisschen der Aufmerksamkeit, der
ja, Aggressions- des Aggressionslevels. Und für mich haben wir eigentlich über das gesamte Spiel bei uns nur Manuel Neuer, Sami Khedira und mit Abstrichen auch noch Thomas Müller eigentlich auf dem gleichen Aufmerksamkeitsniveau gespielt wie die gesamte Mannschaft von Österreich. Man muss dazu sagen, man darf sich nicht immer vertauschen, wenn man sagt, wir wollen Pressing spielen, dass es 45 Minuten Pressing ist. Das ist klar. Das hält auch kein Körper durch. Man muss halt immer wieder den Zeit und Rhythmus finden, das Pressing geschickt zu machen. Und wenn dann eben einer nicht mitzieht oder zwei, dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Das hat man dann teilweise gesehen, dass wir dann doch große Lücken hatten und den Österreichern immer wieder Chancen gegeben hatten. Deswegen hat zum Beispiel auch gerade nach dem 1-0 Jürgen Löw die Handbremse in der Hinsicht gezogen und hat gesagt, lasst uns jetzt lieber ein bisschen zusammenziehen, kompakter stehen und dann unsere guten, schnellen Konter mit den technisch starken Spielern fahren. Wobei natürlich schon das Tempo der Österreicher in der ersten Halbzeit und diese Aggressivität bei den Deutschen nicht zu finden war. Also die haben ihm schon den Schneid abgekauft, dann war aber trotzdem das 2-0, schauen wir uns auch an. Das auch mit der Entstehung. Hätte ich auch gerne jetzt mal den Kommentar. Ah, das sind Bremen. Und jetzt. Oh, er gibt, es gibt er da. Freistoß von außerhalb. Nicht wirklich. Oder Elfmeter. Ach. Das ist von hinten niedergelaufen und das ist ein Elfmeter. Willi Kablak läuft da. Leider bescheuert wirklich in Müller hinten hinein. Also das ist ja unnötig wie noch irgendwas. 51 Minuten. Ach, wo der Torwart steht. Zu gut. 2-0. Und steht schon am Fünfer. Ja, aber das sind dann. Aber war schon bescheuert. Das hat man auf den Punkt gebracht. Das umgelaufen, das war schon Elfer, ne? War klarer Elfmeter, aber solche Situationen entscheiden natürlich dann solche Spiele, wo wir gut spielen, wirklich gut gespielt haben, und dann 5 Minuten nach der Halbzeit passiert ein Foul, was nicht passieren soll, sag ich mal. Es kann passieren, aber es sollte nicht passieren, weil die Attacke war natürlich vollkommen sinnlos, noch dazu 3 Meter vom Schiedsrichter. Ich habe es jetzt vorher in der Situation beim Anspiel, aber... Okay, nicht so ganz einfach zu entscheiden für den Schiri, weil ja für den Linienrichter, weil alle rausgelaufen sind, aber ich glaube, im Standbild hat man es gut gesehen, dass es schon eine Abseitsposition war. Also nochmal Glück gehabt. So, und dann kam das 2-1, eigentlich in der Situation, wo sich auch der Bundestrainer geärgert hat, weil da muss man eigentlich den tödlichen Konter setzen, das 3-0 machen und dann diese Situation. Freiglück hier mit dabei, Arnautović. Und das ist der Tor! Wir hatten vorher, glaube ich, auch in der Vorwärtsbewegung hinten, haben den Ball wieder da ein bisschen leichtfertig verloren und dann im Gegenzug diese Chance, wo auch Arnautović das gut macht, aber natürlich nicht zwischen zwei Verteidigern so durchmarschieren darf. Und dann machen sie es halt gut. Und er hat sich sehr gut durchgesetzt, ja, auf der rechten Seite, gegen zwei, muss man auch sagen. Ich meine, man kann jetzt sagen, das war ein Fehler der Defensive, aber auf der anderen Seite war es wirklich toll gemacht von Arnautović, der heute auch ein gutes Spiel gemacht hat, absolut. Und er leider dann aber... Ganz zum Schluss hätte er wirklich der König von Wien werden können. Und das ist nicht gelungen. Schön auch gerade, was der Kollege König gesagt hat. Zwei Bremer Stadtmusikanten haben gereicht, um Deutschland einen einzuschenken. Ja, also für solche Bonbons sind die österreichischen Kollegen auch immer zu haben. Und dann wurde es nochmal richtig eng. Und das Allerschlimmste aus österreichischer Sicht war die 88. Minute. Es tut weh, Franz, aber wir müssen es Ihnen nochmal zeigen. Ja. Arnautović. So. Der ist fein, der ist fein. Janta. Oh! Ah! Das gibt es nicht. Meine Güte. Arnautović stolpert über diesen Ball. Ah! Schöner weiter Pass hier. Janta nicht im Abseits. Und der spielt perfekt auf. Besser geht's nicht. Ja. Oliver, selber auch schon mal sowas erlebt? Den darf so, man machen. An sowas kann ich mich jetzt nicht erinnern, so nah dran. Wären Sie mit dem Kopf hingegangen, bestimmt oder? Als Stürmer ist es mal passiert. Ich habe eigentlich im Spiel auch drin gesehen. Und das war, man hat es da auch wieder gesehen. Wir haben es blödsinnigerweise dann nicht mehr geschafft, das Spiel mal wieder ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, den Ball zu halten, um auch ein bisschen Zeit zu gewinnen. Wir sind teilweise auch gegen Ende nochmal Risiko gegangen, indem wir mit 5, 6 Spielern auf einer Linie vorne angegriffen haben und eigentlich dann ein Loch für die Österreicher dagelassen haben. Das haben sie toll herausgespielt, hätte sicherlich ein Tor verdient gehabt, aber wie der Franz gesagt hat, auf solch einem Niveau entscheiden Kleinigkeiten, Aufmerksamkeiten und das kann man natürlich jetzt ganz entspannt mit einem süffisanten Lächeln sagen, Tor verdient gehabt, er war nicht drin, da kann man sich trotzdem über die 6 Punkte insgesamt jetzt in der Quali freuen. Trotzdem, Ralf Rangnick, was hat Ihnen heute, speziell heute noch missfallen bei der deutschen Mannschaft? Gerade dieses doch langsame Umkehrspiel, dass man
eigentlich dieses Pressing, was man noch angedeutet hat, noch überhaupt nicht so richtig auf den Rasen gebracht hat? Richtig gut haben wir eigentlich nur eine Viertelstunde gespielt, muss man ehrlich sagen. Das war die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit. Da haben wir wirklich auch das Spiel dominiert, haben auch Balleroberungen geschaffen, so wie es eigentlich man sich vorgenommen hatte. Und deswegen war das 2:0, auch wenn es vielleicht eine Abseitsposition war, eigentlich folgerichtig. Danach hat eigentlich das dritte Tor gefehlt. Ich glaube, dann wäre der Sack endgültig auch zu gewesen. Aber nach dem 2:1 haben wir dann eigentlich wieder den Fehler gemacht, nur ja, zu verwalten. Und wie ich schon sagte, um aggressives Pressing zu spielen, müssen alle Spieler mitmachen. Da reicht es eigentlich schon, wenn einer oder zwei nicht mitmachen. Das waren heute ein paar mehr. Ich bleibe dabei, außer den vorher erwähnten Thomas Müller und Sami Khedira, hat eigentlich kein Feldspieler heute so richtig ja, das gleiche Aufmerksamkeitslevel gehabt wie die Österreicher. Und deswegen sah das schon über weite Strecken so aus, als ob Österreich insgesamt einfach viel mehr investiert hat in das Spiel. Aber ist es nicht auch so, dass von einigen Spielern, gerade auch nach der Begegnung gegen die Färöer-Inseln, sagte zum Beispiel Philipp Lahm, gegen die dieses Pressing zu spielen, ist eigentlich unmöglich. Drei Minuten später sagt aber Mats Hummels, gerade gegen die kann man das gut trainieren. Also das waren sehr konträre Aussagen. Muss im Prinzip letztendlich diese Philosophie, diese neue Philosophie, die der Bundestrainer eigentlich an den Tag legen möchte, muss sie nochmal grundsätzlich an der Flipchart nochmal vorgetanzt werden, dass die Spieler genau wissen, was sie zu tun haben? Oder wie kann man sich sowas erklären? Ich kann getrost und sicher sein, dass Jogi Löw mit seinem Trainerstab natürlich auch mit entsprechenden Bilddaten und Möglichkeiten versucht, den Spielern das zu vermitteln, auf dem Platz und außerhalb des Platzes. Aber die Trainer wissen auch, sowas geht nicht innerhalb von 3-4 Tagen. Das geht auch vor allen Dingen nicht, wenn man das vielleicht im Verein nicht so intus hat. Und wir haben natürlich einfach gesehen, dass wir häufig auch in der Vergangenheit weite Wege gehen mussten, weil wir einfach das Pressing vorne nicht so angegangen sind. Und eigentlich häufig, wenn wir geschlossen vorne draufgegangen sind bei Ballverlust, so wie es die Spanier eigentlich machen, dass man den Gegner gar nicht mehr aus der Hälfte lässt, dass man dann eigentlich Meter spart und auch zu Torchancen kommt. Das bedarf ein bisschen Zeit, das bedarf auch ein bisschen Mentalität, das bedarf auch ein bisschen Mut. Das haben wir jetzt in diesen beiden Spielen nicht so geschafft, wie wir es eigentlich wollten. Ich glaube nicht, dass jetzt Jogi Löw deswegen das aufgibt, aber man muss es natürlich ansatzweise versuchen, immer wieder bei dem nächsten Lehrgang wieder reinzubringen und dann natürlich auch schauen, wie viel der Gegner zulässt. Jetzt haben wir über das heutige Spiel gesprochen und jetzt werden wir natürlich auch über die Weltmeisterschaft 2014, das große Ziel, ja oder nein, da gibt es ja auch konträre Aussagen sprechen, aber wir blicken auch noch ein bisschen zurück auf die Europameisterschaft, die letztendlich dann doch eine Enttäuschung war, obwohl bis zum Italien-Spiel ja eigentlich alles so rund lief. Sie haben gesagt, glaube ich, direkt nach dem Italien-Spiel, als wir zusammen das Interview hatten, das war etwas unglücklich. Die Italiener waren in der Sekunde einfach cleverer. Es gab danach noch andere Analysen von vielen anderen Menschen. Unter anderem hat sich auch Bernd Schmelzer so seine Gedanken gemacht. Daran soll es also gelegen haben. Die flache Hierarchie, Schuld am EM aus. Deutschland ein Team ohne Führungsspieler. Von wegen. Mit dieser Mannschaft und mit dieser Struktur der Mannschaft und mit diesen Führungsspielern haben wir in den letzten 2 Jahren enorme Fortschritte gemacht und wir haben fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Allen voran der Kapitän hat sich in den letzten Jahren deutlich profiliert und positioniert. Lahm spricht in der Regel Klartext, nennt beispielsweise den WM-Titel als Ziel. Dazu geben Müller, Khedira und Klose auf dem Platz die Richtung vor. Özil und Neuer sind eher die internen Meinungsmacher. Wenn man einen Führungsspieler so charakterisiert, dass er sagt, okay, er muss mal seine Meinung öffentlich und in uns sagen, dann ist es einfach zu wenig. Oder sind die Spieler selbst schuld an der Diskussion? Hätten sie vor dem EM aus das Gespräch mit Löw suchen sollen? Ich meine, im Endeffekt geht es ja auch um den Titel für die Spieler. Also die Spieler sind ja auch die Gelackmeierten, wenn eine Idee nicht funktioniert. Ja, und wenn sie nicht überzeugt sind von einer Idee des Trainers, dann kann man darüber reden. Jogi Löw hat selber gesagt, gut, er hatte vielleicht nicht die richtige Idee, aber er hatte eine. Aber er hatte einen Plan. Ja. Wer es hätte ändern können, wären die Spieler gewesen. Als es vorhin gegen Österreich darauf ankam, zeigte immerhin Özil Führungsqualitäten, weil er Verantwortung übernahm. Ob die Diskussion dadurch beendet ist? Abwarten und Kaffee trinken.
Führungsspieler-Diskussion, flache Hierarchie, diese Worte sind fast schon Unwort des Jahres. Immer wieder wird darüber gesprochen, aber es gibt ja eigentlich so drei Arten von Spielern. Ja, ich fange auch wieder an. Sehr, sehr gerne. Also, weil, aber mal darüber diskutieren. Ja, vielleicht so, sollte man es mal ausdiskutieren. Sind es Spieler, die wir suchen, brauchen und die wir nicht finden? Es gibt ja so drei Arten von Spielern. Es gibt Teamspieler, es gibt Führungsspieler und es gibt Individualisten. Da sind sich auch alle Fußballexperten einig. Von welchem Spieler haben wir zu wenig momentan, Ralf Rangnick? Ich glaube nicht, dass das auch nur irgendetwas mit irgendwelchen Problemen zu tun hat oder mit dem Ausscheiden im Halbfinale in der Euro. Also die Mannschaft, schauen Sie sich Borussia Dortmund an, die sind jetzt zweimal deutscher Meister geworden, auch mit einer sehr flachen Hierarchie, das kann man glaube ich sagen. Und in der Mannschaft hat es mit Sami Khedira, mit Thomas Müller, mit Philipp Lahm, mit Manuel Neuer sehr wohl Spieler, die auch Profil haben, obwohl sie noch nicht so alt sind, haben sie auch Persönlichkeit. Und ich glaube nicht, dass das irgendetwas damit zu tun hat, ob wir jetzt gegen Italien verloren haben oder nicht. Sondern das hat einfach was mit Entwicklung zu tun, auch mit taktischem Verhalten und letztlich, wie wir es heute gesehen haben, eben auch damit, wie viel jeder Spieler bereit ist zu investieren. Und das hat auch was mit Aggressivität, mit sich den Hintern aufreißen zu tun. Und das war heute einfach bei zu wenig Spielern der Fall. Also in flacher Hierarchie steckt ja das Wort Hierarchie. Also das heißt ja nicht keine Hierarchie. Wir möchten auch Führungsspieler, wir möchten auch eine Hierarchie. Aber nicht nur in der Fußballmannschaft, in der heutigen Gesellschaft, in den Unternehmen, wird die Hierarchie anders gelebt. Ja, und deswegen glaube ich einfach, müssen wir sehen, es ist eine neue Generation, die anders miteinander umgeht, die andere Führungsqualitäten hat, einen anderen Führungsstil, sowohl wie sie geführt wird, wie sie aber auch selber intern führt. Denn so wie es vielleicht vor 15 Jahren einige Experten es anprangern, ja, das wollte ich gerade sagen. Das kommt ja selbst in der Mannschaft nicht mal an. Selbst wenn so ein Spieler jetzt hier wäre, und wir haben ja auch gar nicht so lange her, wo man gemerkt hat, auch solch ein Spieler, der diesen Stil noch prägt oder so, kommt in der Mannschaft nicht mehr an. Also die Zeiten haben sich in dem Sinne geändert. Und so ein bisschen die Glorifizierung, auch bei diesen ganzen Diskussionen der vergangenen Zeiten, stört mich da. Also von diesen Namen, die auch genannt werden, selbst wenn wir jetzt Oliver Kahn nennen, 2000 oder 2004 stand er auch im Tor, wo wir bei der Europameisterschaft ausgeschieden sind. Da hat man auch nicht nach Führungsspieler gerufen. Das heißt, das ist für Sie so ein bisschen, als wenn Opa vom Krieg erzählt, das ist weit weg und das ist nicht mehr der Fußball, wie er heute im Prinzip funktioniert. Sehen Sie das auch so, Franz? Ja, wir sehen uns sehr ähnlich, wobei die Diskussion der deutschen Mannschaft jetzt für mich ein bisschen, da möchte ich mich nicht einmischen. Ich möchte sogar die deutsche Mannschaft heute ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist eine Luxusdiskussion. Wirklich heute als österreichische Mannschaft ganz toll und begeisternd und mit viel Leidenschaft aufgetreten sind. Und am Flipchart, wie Sie gesagt haben vorher, kann man sehr viel machen. Aber das Spiel wird nur immer am Rasen gespielt. Absolut. Und der Gegner bestimmt natürlich mit, was sie machen kann. Das ist klar. Natürlich hat Deutschland ganz andere Voraussetzungen oder ganz andere Ziele wie wir, das ist klar, aber das heutige Spiel war deswegen nicht leicht für Deutschland und sie haben zeitweise nicht gut ausgeschaut, weil wir die österreichische Mannschaft wirklich ganz hervorragend gespielt hat. Und das muss man schon, also ich möchte gerne da ganz klar auch sagen, dass es nicht so leicht war für die deutsche Mannschaft heute. Absolut, aber wir zeigen mal ein paar Bilder von Ihnen, ihr habt es ja schon angesprochen, 1997 haben Sie den DFB-Pokal in die Höhe gereckt und Sie waren ja nicht alleine, weil das waren ja auch alles Typen da, Berthold, Soldo, Frank Verlaat, ja, und da gab es sicherlich auch eine ganz andere Hierarchie, gut, heutzutage ist das nicht mehr möglich, aber da sehen wir Jogi Löw übrigens, Krasimir Balakow. Wie war das da in der Kabine damals? Ja, war lustig. Ja, das glaube ich. Und so lustig, dass es dieses Bild gibt. Ja. Und da wundern sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen jetzt am Fernsehschirm. Jogi Löw, der Mann, der sehr auf seine Frisur normalerweise Acht gibt, wurde kahlgeschoren. Da hinten sehen wir Franz Hofer mit der Sonnenbrille, nimmt jetzt noch die Kappe ab und freut sich. War das persönlich Ihr größter Erfolg im Fußball, dass Sie Jogi Löw den Schädel rasiert haben? Nein, ich war das nicht. Ich habe mir das nicht getraut, muss ich ehrlich sagen. aber es war so ein bisschen ein Teamgeist natürlich. Wir haben was gewonnen, wir haben was Großes gewonnen, wenn man überlegt. VfB Stuttgart ist in der Geschichte dreimal deutscher Pokalsieger geworden. Und wir waren einmal dabei, das ist schon was Großes, was Großartiges. Und naja, es war so, weil Sie angesprochen haben, die Hierarchie. Aber das waren doch auch alles Typen, die ich ja, es waren Typen, aber die Typen haben sich auch entwickelt. Weil wir dürfen nicht vergessen, also wenn man ganz kurz
am Frühjahr denken, 96 oder in der Saison 95, 96 wäre der VfB fast abgestiegen. Und dann haben sie zwei Spieler geholt, ja, die jetzt unbekannt waren in Deutschland. Ja, das war das Wonimir Soldo von Zagreb und ich als Torwart aus Österreich. Wir waren unbekannt im deutschen Fußball. Und wir waren nicht hauptverantwortlich, dass wir plötzlich fast alle Spiele gewonnen haben und den Pokal gewonnen haben und ein Jahr später im Europapokalfinale waren. Sondern es hat dann plötzlich funktioniert. Es war Giovanni da, ja, es war Freddy Bobic und wir haben plötzlich eine Riesenmannschaft gehabt. Ja. Und im Fußball gibt es das halt auch, dass es irgendwann tritt einer aufs Gas, dann macht es einen Kick und dann läuft es. Ja, dieser Flow, du kommst dann in einen Flow und das ist damals passiert. Ja, und Yogi ist ja dann sehr jung, als Assistenztrainer sofort aufgestiegen zum Cheftrainer, zuerst noch interimsmäßig. Und wir haben 5 Spiele in Serie gewonnen am Anfang der Bundesliga. Und er hat es gut verstanden, diese schwierigen Spieler, die du dann auch kennengelernt hast, viel später, 2 Jahre später, eigentlich so ein bisschen freien Raum zu lassen. Ja? Der Trainer davor hat vieles unterbunden. Und dieses Geschick hat er immer gezeigt, hat er immer gehabt, Feinfühligkeit, ja, hat uns da freilassen und natürlich waren da Spieler dabei wie Kasimir Balakow, die toll waren, aber auch kompliziert waren. Ja. Und dann ist natürlich die Hand des Trainers gefragt, wie steuere ich das? Aber genau, Sie haben was sehr Interessantes gesagt, da tritt dann einer aufs Gas. Wer tritt momentan bei der deutschen Fußballnationalmannschaft am häufigsten aufs Gas? Man hat das Gefühl, Sami Khedira hat durch diese Europameisterschaft nochmal sehr in dieser von mir aus auch flachen Hierarchie, aber dann trotzdem die eine Stufe vielleicht noch mehr erklommen als vorher. Ja, ich denke schon auch Manuel Neuer und Sami Khedira, das sind zwei Spieler, die auch bei der U21, wo sie schon Europameister wurden, durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Ausstrahlung, aber natürlich auch durch die Leistung, auf dem Platz durch die Präsenz, die sie haben, in diese Rolle schlüpfen. Das hat man schon bei der Europameisterschaft gemerkt. Und ich meine, ich würde mich gar nicht an so Begrifflichkeiten aufhängen, flache oder tiefe Hierarchie oder wie auch immer. Wichtig ist doch, dass wir Spieler haben, die Verantwortung übernehmen, die eine Eigeninitiative haben und die gewisse Dynamik und auch es schaffen, die Mannschaft mitzureißen. Die sich auch mal reiben mit dem Trainer? Das gehört auch dazu. Sie haben es ja wahrscheinlich heute nicht mitbekommen, weil da waren Sie bei der Mannschaft. Mit Scholler hat heute vor dem Spiel gesagt oder eine These aufgestellt, das Griechenland-Spiel ist ja gut gelaufen, es gab auch wieder Veränderungen. Jogi Löw hat ja bei dieser Europameisterschaft dann auch sehr oft immer die Anfangsformation durchgewechselt und das Griechenland-Spiel hat ja gezeigt, dass sich da vielleicht was gefunden hat und dann wurde das wieder umgeschmissen, nochmal eine Runde weiter vor dem Italien-Spiel. Und er hat gesagt, es hätte natürlich da Spieler geben können in der Mannschaft, die gesagt haben, Trainer, ich glaube, wir haben gerade jetzt was gefunden, hat gerade Klick gemacht, lass es uns vielleicht dabei belassen. Das hat ja so ein bisschen angeprangert, dass vielleicht diese demütigende Haltung vielleicht falsch wäre. Was sagen Sie zu dieser Theorie? Das ist alles sehr vage, was Sie da alles beschreiben, wie es hätte sein können, wie es in der Vergangenheit war. Nö, dass die Mannschaft verändert wurde gegen Italien, ist ja jetzt kein Fakt. Aber was hätte sein können und im Gespräch, wenn sich einer nicht... Also ich kenne es zum Beispiel aus meiner Italienzeit, die Autorität des Trainers wurde nie angegriffen in dem Sinne, dass ich irgendwas in Frage stelle, sondern natürlich als Führungsspieler auch mal was sagen kann, aber letztendlich der Trainer entscheidet, er übernimmt die Verantwortung und ich habe das als Spieler auszuführen. Das ist das Erste. Und ich war jetzt nicht bei allen Gesprächen dabei und ich weiß auch nicht, wie Spieler das aufgenommen haben, was sie mit dem Trainer besprochen haben. Ändert jetzt in dem Sinne auch nichts. Nee, leider nicht. Deswegen stellt sich diese Frage bei mir auch nicht. Für mich stellt sich einfach die Frage, wenn wir dann von Führungsspielern sprechen, dass sie halt innerhalb der Mannschaft Verantwortung übernehmen, dass sie natürlich auch mit dem Trainer die Diskussion suchen, aber dass sie auf der anderen Seite natürlich auch teamorientiert sind. Und das sind einfach, ich sage nochmal, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Und wenn wir diese Diskussion führen über den Charakter unserer Spieler, dann müssen wir hier eine ganz große, lange Runde machen. Dann müssen wir über die Diskussion machen über den Charakter einer Generation, die sich sicherlich auch im Fernsehen so zeigt und auch in anderen Dingen. Denn sicherlich war früher der Heribert Fassbender oder Waldi Hartmann, der hat mal bei der AD auf den Tisch gehauen, was sie vielleicht auch nicht mehr so machen. Also der Umgang ist einfach anders und dem müssen wir uns stellen und damit gut umgehen und zum Erfolg bringen. Und das ist das Wichtige. Darf ich mal wissen, ob Sie haben ja auch die Europameisterschaft aufgearbeitet, haben Sie auch gesagt, Sie haben dem Präsidium dann was hingelegt, diese Analyse. Was stand da genau drin? Waren das einzelne Statistiken oder wie sieht so eine Analyse aus, die man dann dem Präsidium zeigt?
Naja, es gibt ja einmal eine interne Analyse, die natürlich viel weitflächiger ist und größer und umfassender und die natürlich jetzt auch nicht in einem Gespräch geklärt wird, wo man einfach natürlich auch in einem Prozess das versucht, ein bisschen aufzuarbeiten. Es war in einer halben Stunde versucht, von Jogi Löw so ein bisschen darzustellen, von den, sagen wir mal, von der oberflächlichen, vielleicht populistischen Betrachtung mal wegzukommen und ein bisschen tiefer zu gehen und zu schauen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Was hat funktioniert? Und das, ich fand, also wir haben natürlich auch bis zum Italien-Spiel sehr effektiv gespielt. Wir haben eigentlich, obwohl es nicht so glanzvoll war, auch diese Spiele gewonnen. Das hat man vorher auch mal gesagt. Das hat immer deutsche Mannschaften ausgezeichnet. Was für meines Erachtens nicht funktioniert hat, war natürlich die Torchancenauswertung. Und das war auch heute wieder so, wo man gegen nach 2:0, wo man einfach sagen muss, jetzt machen wir den Sack zu, jetzt sind wir einfach so ein bisschen abgeklärt und lassen mit einer gewissen Souveränität schaffen wir eigentlich den Gegner nicht mehr aufzuatmen. Das haben wir eigentlich auch bei der EM nicht geschafft, selbst gegen Griechenland nicht, haben wir kurz 1-1 gespielt. Gegen Holland, die wir eigentlich fest im Griff hatten, haben wir eigentlich durch dieses 2:1 wieder so ein bisschen, sind wir ins Schwimmen gekommen, haben uns das Leben selbst schwer gemacht und haben aber auf der anderen Seite gesehen, dass andere Dinge auch wieder besser gelaufen sind. Hat Jogi Löw mal in einer ruhigen Minute ihm gesagt oder anvertraut, ich glaube, mit dieser Italien-Aufstellung habe ich mich verzockt? Ich glaube, er hat ja dann in der Pressekonferenz hat das ja auch gesagt, dass sein Plan nicht aufgegangen ist. Damit gibt er ja auch irgendwo zu, dass natürlich das in dem Sinne für ihn nicht zufrieden war. Für mich ist es auch, neben dieser einzelnen Entscheidung, die man sicherlich diskutieren kann, ist die Aufstellung richtig gewesen. Ich glaube, diese starke Emotionen, die man bei den Menschen gespürt hat, auch bei den Medien, freut mich auf der anderen Seite, weil es natürlich eine Verbundenheit mit unserer Mannschaft hat. Absolut, zeigt. Wir drücken euch immer die Daumen. Muss man einfach sagen, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wir hatten das vorher angesprochen, diese Verbissenheit, Aufmerksamkeit, 90 Minuten, 100%, alles das durchzuführen. Also wir haben 2010, sind wir gegen Spanien im Halbfinale bei der WM ausgeschieden, nicht weil sie uns ausgespielt haben, sondern weil vorher der Toni Kroos bei einer Großchance nicht den Sack zugemacht hat und dann bei einem Eckball einmal nicht auf Puyol, was nichts mit Taktik zu tun hat und was nicht mit Technik zu tun hat, sondern beim Eckball das Spiel entschieden hat. Und auch gegen Italien, ja, können wir natürlich darüber diskutieren, wie die Aufstellung ist, aber wenn wir diese beiden Fehler, die aus einem Aufmerksamkeitsmangel waren, nämlich 2-1 beim eigenen Eckball oder eben auch bei einer Abwehrsituation, wenn wir die nicht machen, gehen wir immer noch mit 0:0 in die Halbzeit und können es justieren. Und solange wir diese kleinen Fehler nicht abstellen, wird es natürlich ganz in der Spitze schwer. Und das ist meines Erachtens diesen Mentalitätswechsel, den wir noch bekommen. Und wir haben ja ein großes Ziel. 2014 wird immer gesagt, Ralf Rangnick, was erwarten Sie da von der deutschen Mannschaft? Gut, zunächst mal müssen wir uns qualifizieren. Das hat richtig. Man heute gesehen, dass das schon auch mal voraussetzt, dass aber wenn man schon solche Spiele gewinnt, was ja Oliver Bierhoff immer gesagt hat, man muss auch mal ein Dreckspiel gewinnen, nicht immer nur schön spielen. Auch ein Zeichen von Qualität, ist auch ein Qualitätszeichen. Jetzt gibt das zu, so spät am Abend. Marco Reus hat man die ersten 35 Minuten in der Tat kaum gesehen. Ja. Und dann ist es trotzdem ein Spieler, der dann so ein entscheidendes Tor machen kann, diesen Führungstreffer zu diesem Zeitpunkt. Das ist auch ein Zeichen von Qualität, das wir haben. Und ich bin mir 100% sicher, wir haben ganz sicher kein Qualitätsproblem in Deutschland, was die Qualität der einzelnen Spieler angeht. Und wenn wir es schaffen, dass tatsächlich, ich sag mal, mannschaftstaktisch im Spiel gegen den Ball noch, da ist am meisten für mich noch Luft nach oben, wenn ich das vergleiche mit Italien, mit Spanien, die waren uns einfach genau in diesem Bereich voraus. Und deswegen standen die nachher auch im Finale. Und dann hat man nochmal den Unterschied selbst zwischen Spanien und Italien gesehen in dem Finale, was da nochmal den Unterschied ausmacht. Die Spanier sind da einfach über Jahre hinweg auf einem ganz, ganz hohen Niveau im Spiel auch gegen den Ball, mit dem Ball. Und da sehe ich bei uns noch am meisten Luft nach oben. Und da muss ich auch nochmal den Jogi auch in Schutz nehmen. Es war einfach schwierig, auch bei dieser Europameisterschaft, die Entscheidung zu treffen, was mache ich jetzt zum Beispiel mit den Bayern-Spielern, die alle mit 3 Misserfolgserlebnissen zu der Euro gekommen sind. Nicht Meister geworden, Pokalfinale verloren plus Champions-League-Finale verloren. Der ein oder andere war auch nicht gesundheitlich in allerbester Verfassung. Und die Entscheidung dann zu treffen, auf welchen Block oder auf welche Spieler setze ich, auf welche nicht, das war wirklich schwer.
Und er hat sich dann entschieden, eben doch auch auf den Bayern-Block zu setzen und damit auch, wie ich es mal schon mal gesagt habe, doch ein bisschen Dortmund-Fußball zu spielen. Und das ist schwierig, das umzusetzen. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, es sind so viele Spieler in der Mannschaft, die vom Grundcharakter und gerade auch die Jungen, auch diese Diskussion, nicht genug Erfahrung, halte ich für völlig daneben. Die eigentlichen Gewinner der Europameisterschaft und auch jetzt der letzten beiden Spiele, die entscheidenden Tore geschossen haben, waren die jungen Spieler. Absolut. Und wir wollen natürlich auch den Österreichern die Daumen drücken. Wenn ihr so eine erste Halbzeit jetzt die ganze Zeit in der WM-Qualifikation hinlegt, dann kann man sich auch gute Hoffnungen machen, oder? Für Brasilien. Kann man sich gute Hoffnungen machen, das ist klar. Der Abend ist zwar bitter ausgegangen für uns, weil wir wollten natürlich mit einem Punkt, wäre riesig gewesen für uns, wäre ein riesiger Start gewesen. Allerdings wissen wir natürlich auch, es ist uns bewusst, dass gegen Deutschland zu verlieren jetzt keine wirklich große Überraschung ist, sage ich jetzt einmal, weil unsere Gegner Irland, Schweden, Kasachstan, sage ich jetzt einmal so, da wird es darauf ankommen, dass wir diese Leidenschaft, die wir heute gezeigt haben, in diese Spiele reinbringen. Dann haben wir ganz sicher eine Möglichkeit, das erklärte Ziel zu erreichen, den zweiten Platz. Und ihr habt ja heute alles probiert, wenn man ganz ehrlich ist. Das wurde vorher verteilt, ja, die Voodoo-Puppen. Und muss sagen, hat zeitweise gewirkt. In Wien haben wir es ja immer schwer. Bei der EM mit dem glücklichen Freistoßtor 1:0. Letztes Jahr, vor zwei Jahren, 2:1, 89. Minute oder 90. Minute. Das Lieblingsergebnis der deutschen Mannschaft hier im Ernst-Happel-Stadion. Meine Herren, vielen Dank für diese Runde. Hat Spaß gemacht. Ja, gute Nacht noch in Wien.